In unserer Gesellschaft sind die häufigsten Magen-Darm-Beschwerden einerseits funktionelle Beschwerden, das ist sowas wie Säurereflux oder Verstopfung. Und andererseits sind es die bösartigen Krankheiten des Magen-Darm-Traktes. Der große Unterschied besteht darin, die funktionellen Beschwerden, die machen Symptome, die machen Refluxbeschwerden, zum Beispiel zu Hause aufstoßen, Verstopfung, Bauchweh beim Stuhlgang, Blähungen. Während die bösartigen Erkrankungen, die machen meistens erst dann Beschwerden, wenn sie halt schon sehr weit fortgeschritten sind. Bei den Beschwerden, die durch bösartige Erkrankungen hervorgerufen werden, sind die Behandlungsmöglichkeiten meistens die Operation, möglich ist auch Chemotherapie oder Bestrahlung. Magen-Darm-Beschwerden kann man meistens dadurch vorbeugen, dass man eine gesunde Lebensführung hat, wie bei vielen anderen Krankheiten. Das heißt, viel Bewegung, gesunde Ernährung, wenig Gewicht. Das sind die Maßnahmen, die für viele Krankheiten gelten. Die gelten auch für die Magen-Darm-Beschwerden. Es gibt verschiedene Organisationen und es gibt Online-Beratungen. Im Internet gibt es sehr viele Anbieter für Hilfen. Ich würde mich am ehesten an offizielle Stellen halten und mehrere Meinungen erfragen. Die Endoskopie in den letzten 10 Jahren wurde sicher am meisten geprägt durch die Entwicklung der Kapselendoskopie, eine neue minimalinvasive Methode vor allem zur Visualisierung des bis zu 7 Meter langen Dünndarms. Bei der Kapselendoskopie handelt es sich um eine kleine Kamera in der Größe einer Vitamintablette. Diese filmt den Dünndarm und dadurch lässt sich eine Diagnose schneller und sicherer stellen. Es gibt eigentlich nur Vorteile bei der Kapselendoskopie. Sie ist sehr einfach einzunehmen und der Verlauf einer Krankheit kann bei wiederholter Einnahme über mehrere Jahre dokumentiert werden. Die Zukunft sieht so aus, dass zurzeit mit Hochdruck an einer Kapsel gearbeitet wird für die Untersuchung des Dickdarms. Dickdarmkrebs ist ein sehr großes Problem heute. Und mit der Kapselendoskopie könnte auf sehr einfache Art und Weise großflächig die Bevölkerung untersucht werden.